Scheiße, Jeff Chang, mach nicht so einen Alarm. Mädels, ich können wir da nicht in Ruhe drüber reden. Fenster los! Wie kriegen wir ihn jetzt runter? Ja, wir lassen ihn fliegen. Was? Nein! Das habe ich schon 1000 Mal gemacht. Im Ernst? Oh mein Gott. Haben wir gerade Jeff Chang getötet? Ich freue mich echt hammermäßig auf Jeff Chang. Du denkst, die Überraschungsnummer ist wirklich okay? Ja, logisch. Als seine ältesten Freunde ist es unsere Pflicht, ihn abzufüllen. Jeff Chang! Nichts, ich kann heute nicht weggehen. Jeff Chang, du bist jetzt 21 und dein Arschloch-Dad ist nicht hier. Ihr Sacknase. Oh, fuck, er ist doch hier. Yep, das war ganz klar seine Stimme. Oder? Dein Bewerbungsgespräch ist morgen früh um 8. Sei ausgeruht, sei hellwach. Und blamier mich nicht. Mann, das ist nicht irgendein Geburtstag, das ist dein 21. Geburtstag. Das ist der Tag, an dem du zum Mann wirst. Das ist der Tag, an dem du zu jedem Dreckstürsteher sagen kannst. 21. Pech gehabt, Vic. Okay, wo sind wir? Jeff Chang, wo wohnst du? So wird das nichts. Wir müssen ihn schütteln. Wach auf! Wo ist mein Sohn? Der ist im Bett, der schläft gerade. Was geht ab, Holzbruch-Band? Ich liebe schlagende Verbindungen. Du musst ganz dringend eine aufreißen. Was denkst du, was ich hier versuche? Ach, das ist der Plan? Das sind Serben, die Meister des Bierpong. Riecht weißt gut. Du, wonach das riecht? Nach Freiheit. Was will Jeff Chang denn mit einer Knarre? Ich will was abknallen. Bitte lass es. Auch nicht ein Eichhörnchen. Oh mein Gott! Sein Dad macht Harakiri mit ihm, wenn er da morgen nicht auftaucht. Kennst du ihn hier? Wieso? Weil ich Asiatin bin? Wir kennen uns nicht alle, du rassistisches Arsch. Oh, warte. Den kenne ich doch. Was zum... Runter da, bewegen Sie sich, aber zackig. Was machen Sie da, Sir? Ich glaube, er bewegt sich zackig. Schon klar, das sehe ich. Ich meine nur, er tut praktisch das, was du ihm gesagt hast.